Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute melden wir uns wieder einmal aus dem Coop Osterland. Und wie immer um diese Zeit hat jetzt der Osterhas alle Hände voll zu tun, damit er bis zum Ostersonntag die vielen Wünsche kann erfüllen kann. Alle Hände voll zu tun hat man jetzt natürlich auch bei Arni. Denn, wie man sieht, braucht sehr viel Handarbeit, zum Beispiel beim Füllen und beim Verzieren der beliebten Schokoeier. Auch auf Qualität wird bei Arni grosser Wert gelegt. Von der Rohware wird ständig Eingangskontrolle gemacht. Und erst nach vielen Arbeitsgängen und allerlei Veredelungsprozessen kommt es dann zu dieser grossen Bevölkerungsexplosion bei der Arni Schokihase. Und so treffen sie es dann wieder in ihrem Laden. Riesengroß und lustig. Ganz in Weiss oder voll von knusprigen Mandelsplittern. Und das da sind die hübschen Ostereier aus feinster Arni Milchschoki. Es gibt sie in einer grossen Auswahl, gefüllt mit süßen Pralinen, in allen Variationen. Natürlich gibt es noch viel mehr von diesen lustigen Osterüberraschungen in ihrem Coop-Laden. Aber wissen Sie was? Können Sie doch einfach selber schauen. Über die Ostern hat man ja ein paar Tage frei und unter anderem auch ein bisschen mehr Zeit für einen feinen, schmackhaften Morgen mit der ganzen Familie. Bei dieser Gelegenheit darf natürlich sicher der feine Butterzopf vom Coop-Bäck nicht fehlen. Auch heute noch wird er von geschickten Händen kunstvoll gezöpfelt. 7 verschiedene Kaffeesorten werden bei Coop jeden Tag gemischt und frisch geröstet. Eine davon ist der Connoisseur, eine exklusive Mischung aus edlem Hochlandkaffee. Mit seinem feinen, köstlichen Aroma ist der Connoisseur ein richtiger Festtagskaffee. Morgen ist schon wieder Frühlingsanfang. An das Ereignis wird man auch in den Blumenabteilungen von Coop erinnert. Das Angebot an prächtigen Frühlingssträußen und prachtvollen Blumenschalen ist nämlich zurzeit wieder besonders gross. Und jetzt schalten wir um mit Studioküche. Ich glaube, auch dort gibt es eine Osterüberraschung. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ein dekoratives Häschen für Ihr Ostersmorgen backen können. Ich habe einen Teig zubereitet aus Mehl, einem Ei, Anke, Milch, Hefe und Zucker. Ich habe ihn ums doppelte Logo an der Wärme und dann in 4 Teile geteilt. Die noch ein bisschen durchgeknetet und dann 2/3 von einem Teil bogenförmig auf ein Blech gelegt. Aus dem Rest habe ich den Kopf und das Schwänzchen geformt. Ein bisschen andrucken, mit Eigelb bestreichen, ein raues Ei reinsetzen und dann mit Rosinen und kandierten Früchten und vielleicht noch Mandeln dekorieren. Das Häschen 20 bis 25 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Das genaue Rezept für Ihre Ostersmorgen steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext Seite 270. Viel Spass! Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. In allen Coop-Warenhäusern gibt es jetzt die topmodischen Lederaccessoires zu günstigen Preisen. In allen Coop-Läden gibt es einen Bund Osterglocken für nur 2,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Mondial Ananas statt 2,20 nur 1,70. Mondial Pfirsich statt 2,30 nur 1,80. Mondial Cocktailfrücht statt 2,60 nur 2,10. Matchy Quick Lunch 5 Sorten, 1 Becher statt 2,15 für nur 1,60. 1 A-Emmentaler Käse per 100 Gramm 1,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Jaffa Schamutti Blonde Orange im Netz per Kilo nur 1,40. Und in der Tragtasche per Kilo nur 1,30. Auf Wiedersehen!